in Switzerland, in the nature park Beveren, the Fair Traveler team visited Christian and Fortuna in their very own Cafe Fortuna. This is their story. Haben wir vor 5 Jahren haben wir ein Café aufgemacht, Weserbeiz. Weil in 90, 91 haben wir das so müssen bauen, um die alte Stelle zu nutzen. Und jetzt, unterdessen, haben wir 2017 und gesehen, dass wir eigentlich überall rundherum eingehängt sind. Ja. Ist, oder? Man kann nicht erweitern, man kann nicht weiter ausbauen, man muss einfach mit dem, was man hat, jetzt gerade im Moment. Und mit den Vorschriften, die wir haben, vom Bund, vom Kanton, sind einfach immer mehr, die kommen, immer mehr Auflagen. Und da haben wir mit der Zeit eigentlich mehr zum das einhalten, wenn wir nicht etwas rundherum hätten kriegen. We tried their delicacies at Cafe Fortuna, which is located on their very own farm, Lichthof Lohn. Wir machen Frischkäse, wir machen Butter, wir machen Rahm, wir machen Mascarpone, Sauerrahm und haben wir Milchkühe, wir haben Kühe mit Hörner. Wie viele? Wir haben zurzeit haben wir den Winter haben wir 12 gehabt. 12 und das andere haben wir Jungtiere dazu, wo wir zwischen 6 und 7 pro Jahrgang haben. Und dann haben wir etwas Mast, wo wir auch das Fleisch verwerten, Direktvermarktung. Und mit der Milch tun wir eigentlich auch den Hofladen und für den Eigengebrauch und alles so. Und auf der Alpen im Winter vom Oktober weg bis in die okay. Mitte 20. Juni. Und sind die nervös, wenn die dann zurück müssen im Winter, dass sie so wenig Platz haben? Nein, wir haben jetzt relativ viel Platz, aber ich habe mich immer gefragt, wie das die Kühe verkraften, dass sie im Herbst wieder rein müssen. Aha, nein, die lassen wir dreimal in der Woche raus. Es gibt einfach viel mehr Arbeit, oder, wenn das Tier abgebunden ist. Aber in der Regel sind sie auch ruhiger, wenn sie abgebunden sind. Oder? Die haben immer die Nachbarin, die sie immer kennen. Und so sind schwächere Tiere, wenn sie im Freilauf sind. Wenn ich hier jetzt den liege, wäre es am Boden, oder? Aha. Der kommt dann dreckig und nachher stehen sie auf. Und dann hast du, wenn du Melken tust oder Futter tust, hast du den dreckigen Schwanz. Da. Okay. Was haben die Hörner mit Laktose zu tun? Mit Laktose nicht. Mit, ja. mit Laktoseintoleranz? Also so genau möchte ich das jetzt nicht differenzieren, aber es hat damit zu tun, dass Leute Unverträglichkeit haben auf Milch. Weil erstens mal hat man viel zu viele verschiedene Eiweiß. Wenn man jetzt ein Pack Milch kauft, möchte ich nicht wissen, wie viele Tausende von verschiedenen Eiweißen. Verschiedenen Kauf. Ja, genau. Und es ist zu viel für den Körper. Der Körper sagt, es ist zu viel, mag ich nicht. Weg damit. Weil es gemischt ist. Das eine. Und Kühe mit Hörnern ist die Kristallstruktur perfekt. Bei Kühen ohne Hörner ist die Kristallstruktur fehlerhaft. Ah, okay.
wir sind auch kristallin quasi. Ja. Und dann sagt der Körper, oh, Fremdkörper will ich nicht, raus damit. Die Kühe sind, die haben Hörner, haben Sie gesagt. Das ist speziell. Also es ist speziell, eigentlich von Natur aus ist es eigentlich normal. Aber heutzutage, wenn man eine Kuh mit Hörnern sieht, kommt es vielleicht komisch vor, weil es scheint, eben wie Sie sagen, es ist speziell. Aber es ist eigentlich von Natur aus ist es eben nicht speziell. Es gehört einfach dazu. Am Tag vorher, ich bedanke mich bei den Tieren, dass sie uns zur Verfügung stehen mit ihrem guten Fleisch und alles. Und dann ist für mich auch kein Problem, oder? Thank you.